Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Fragen zur Energiewende. Für eine effiziente und sozialverträgliche Wärmewende in Städten ist Fernwärme das Mittel der Wahl. Und wenn es dann auch noch grüner ist, dann ist es auch das ökologischste. Wo immer dies wirtschaftlich und technisch möglich ist, setzen die Stadtwerke auf einen Anschluss an bestehende Fernwärmenetze. Dafür arbeiten sie an einer Anschlussverdichtung in bereits mit Fernwärme erschlossenen Gebieten. Gleichzeitig werden die Planungen für einen Ausbau des bestehenden Wärmenetzes vorangetrieben. Wir haben uns mit Udo Weingart von den Stadtwerken über den aktuellen Stand und die weiteren Pläne zum Ausbau der Fernwärme in Jena unterhalten. Herr Weingart, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Wie ist denn der Stand in Jena? Wo geht die Reise hin mit Fernwärme? Sie wird ja eine entscheidende Rolle spielen für die Wärmewende. Jena will bis 2035 klimaneutral sein. Also grundsätzlich wird die Fernwärme eine ganz entscheidende Rolle für das Gelingen der Wärmewende spielen. Das hat verschiedene technische Gründe. Wir haben ja hier die glückliche Situation, dass historisch gewachsen Jena einen sehr hohen Anteil an wärmeversorgten Haushalten hat. Über 50%, während im Bundesdurchschnitt das unter 20 leider nur sind. Und wir versuchen in der nächsten Zeit Konzepte zu erarbeiten, die ermöglichen, dass wir möglichst viele Haushalte da, wo es sinnvoll ist, wo es wirtschaftlich abzubilden ist, auch an die Fernwärme anschließen können. Aktuell wird Fernwärme ja fast ausschließlich durch die Verbrennung von Erdgas erzeugt, also durch fossile Energien. Bis 2035 will Jena klimaneutral sein, bis 2040 will es das Land Thüringen sein. Wie kann die Umstellung gelingen? Also wir werden dazu die Ergebnisse aus unserer Wärmenetzstrategie 2040 verwenden können, die wir in den nächsten Monaten präzisieren. Da muss als Ergebnis kommen, dass wir dann wissen, welchen Anteil wird welcher Energieträger haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für erneuerbare Wärme in Jena, ob das Flusswasserthermie ist, ob das Nutzung von Wärme aus Abwässern ist, ob das Industrieanwendungen sind, die thermische Prozesse haben, wo es Abwärme gibt. Und wir werden alles untersuchen, was wir an erneuerbaren Quellen für Fernwärme für Jena nutzen können. Die Wärmenetzstrategie beschreibt ja die technischen Möglichkeiten, wie Sie gesagt haben, wie die Fernwärme in Jena erzeugt werden kann aus erneuerbaren Energien. Welche Möglichkeiten könnten das denn dann konkret sein? Also das ist, was wir gerade in Prüfung haben. Deswegen können wir auch auf der Wärmenetzstrategie 2040 aufsetzen. Ein Beispiel ist die Nutzung von der Saale über die Flusswasserthermie, was wir gemeinsam mit unserem Partner, dem Betreiber des Kraftwerks in Jena-Winsala, vorantreiben. Dort wird doch jede Menge Energie zu gewinnen sein. Darüber hinaus untersuchen wir mehrere Standorte für auch kleinere Anlagen, wo wir gegebenenfalls Energie aus Abwässern, aus Abwärme von Industriebetrieben nutzen können. Und da sind die Untersuchungen im Gang, noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist die genaue Aufteilung im Moment noch schwierig vorherzusagen. Jena hat ja auch den Vorteil, dass es an das Wasserstoffkernnetz angeschlossen werden soll. Das macht es aber nicht leichter in der Betrachtung, weil noch keiner im Moment recht sagen kann, wann gibt es Wasserstoff, in welcher Menge, wer ist bevorzugt zu bedienen. Das sind alles mal Schwierigkeiten, die wir in der genauen Planung aber berücksichtigen müssen. Wasserstoff ist ja wahrscheinlich dann tendenziell auch eher ein Industriethema als denn ein Haushaltsthema, ja. Wenn man es jetzt nach dem aktuellen Stand. Gas wird aber trotz allem auch immer noch eine Rolle spielen müssen, oder? Ja, also allermindestens für die Übergangszeit, bis die Fernwärmeerzeugung auf 100% erneuerbaren Energien beruht, werden wir mit Gas weiterarbeiten. Das macht auch insoweit Sinn, da es ja bisher schon mit sehr hohen Wirkungsgraden gemacht wird. Also wir verbrennen nicht einfach nur Gas, um Fernwärme zu erzeugen, sondern es wird Strom erzeugt, der hier vor Ort produziert wird, verbraucht werden kann. Und da gibt es quasi Wärme als Abfallprodukt. Und das wollen wir mit unserem Partner so lange wie möglich oder so lange wie nötig beibehalten, um die Versorgung auch zu sichern. Das wird eine Zeit lang ein Backup bleiben, damit wir auch eine sichere Versorgung gewährleisten können. Das sind ja alles sehr ambitionierte Ziele, ne? Wenn man zum Beispiel nach Skandinavien schaut, die haben vor 40 Jahren damit angefangen, auf Fernwärme umzustellen. Wir wollen das jetzt in kürzester Zeit machen. Wie ist denn der tatsächliche aktuelle Stand?
Wir haben im Moment den Planungszyklus, dass wir vorbereiten, wo wird es Fernwärme geben. Es ist ja auch so, dass wir nicht überall wirtschaftlich Fernwärme anbieten können. Gerade in Randgebieten der Stadt, in dünner Siedlungsdichte, haben wir den Fall, dass der Wärmeverbrauch pro Fläche, pro Quadratmeter, pro Hektar zu gering ist, um sinnvolle Fernwärme anzubieten. Dennoch untersuchen wir dort Möglichkeiten, zum Beispiel mit kalten Netzen, also wenn man, wo viele Einfamilienhäuser zum Beispiel eine Wärmepumpe benutzen, haben sie das Problem, dass sie entweder den Lüfter hinstellen müssen oder in die Tiefe bohren. Da wäre zum Beispiel ein kaltes Netz mit 20 Grad Versorgung sinnvoll. Dann braucht niemand den Lüfter und die Bohrung auch nicht. Das sind alles Dinge, die wir im Moment eruieren. Letztlich wird, genauso wie aus der kommunalen Wärmeplanung, entspringen, dass es außer Fernwärme und Wärmepumpen für die Heizung nicht allzu viele Alternativen gibt. Und das heißt ja für uns, dass wir das Fernwärmenetz ausbauen, so gut das sinnvoll möglich ist. Und auf der anderen Seite auch das Stromnetz ertüchtigen, wenn es mehr Wärmepumpen geben soll. Genau, das Thema erneuerbare Energien, es macht ja alles nur Sinn, wenn es durch erneuerbare Energien auch erzeugt wird. Ja. Und da stecken ja auch die Herausforderungen. Wo sind denn da die größten konkret? Weil es ist ja schon eine mammige Aufgabe. Ich will zwei Zahlen sagen, an denen man das ganz gut erkennen kann. Im Moment haben wir ein Durchschnittsbauvolumen von 1 bis 1,5 Kilometer Fernwärmeleitung pro Jahr. Die ersten Schätzungen sagen, wenn wir alle Quartiere, die wir im Blick haben, das sind zwar keine riesigen, aber in der Zahl über 25, wenn wir die alle in vernünftiger Zeit erschließen wollen, um die Wärmewende auch zeitig zu schaffen, dann werden wir eine Bautätigkeit von mindestens 8 bis 10 Kilometern pro Jahr benötigen, einschließlich der Ertüchtigung vorhandener Anlagen, neue Kundenanlagen müssen installiert werden. Ja, wir müssen ja die Fernwärme nicht nur dahin bringen, sondern der Kunde muss auch effizient verwenden können. Da müssen wir mit jedem sprechen, der dafür in Frage kommt. Also die große Herausforderung wird neben der Finanzierung, klar, die Suche nach denen sein, die das am Ende bauen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja gerade das Thema schlechthin, ja. Wie das dann tatsächlich realistisch umgesetzt werden kann. Wir wollen dazu natürlich auch mit allen Beteiligten in Jena und im Umland uns zusammenschließen. Ja, Stichwort Sanitär- und Heizungsinstallateure. Die müssen natürlich einen Gerüttelmaß dabei leisten, dass wir auch bei den Kundenanlagen vorwärts kommen. Da sind viele aus den 90ern, aus den 2000ern, die auch für den Einsatz von erneuerbaren Energien mit anderen Temperaturen beschickt werden müssen. Da muss ich die Anlagen zum Teil umbauen. Das gelingt den Stadtwerken alleine ganz und gar nicht. Da brauche ich viele Partner, die wir in den nächsten Wochen und Monaten kontaktieren wollen und da die Voraussetzungen schaffen, dass wir alle am Strick ziehen, um Erneuerbare in die Fernwärme zu bringen und alle in die richtige Richtung. Das betrifft aber jetzt das vorhandene Fernwärmenetz. Wie sind denn die Ausbaupläne, also die Gebiete, die erst noch erschlossen werden sollen? Das hängt mit dieser Planung zusammen. Wir müssen ja zunächst feststellen, ist ein Gebiet, wo bisher keine Fernwärme verwendet wird, geeignet dafür? Ist der Fachbegriff ist Wärmedichte, Wärmestromlinien. Ist das stark groß genug? Ist das dicht genug bebaut, dass Fernwärme Sinn macht? So, wenn wir das definitiv sagen können, dann wird das nächste das Konzept sein, wann soll das Quartier erschlossen werden. Und für alle die Gebiete, wo das nicht funktionieren wird, muss es den Gegenplan geben. Und der wird in der Regel in Wärmepumpen münden. Ich sagte, wir müssen das Stromnetz auch dafür ertüchtigen, weil der Verbrauch steigt dann. Aber das hat auch einen Zeithorizont, in dem man das schaffen kann. Gibt es da denn schon konkrete Aussagen oder kann man sagen, welche Gebiete das werden sollen? Also das läuft so ein bisschen zweigleisig. Zum einen haben wir ja das sogenannte Bestandsnetz, dort wo schon Fernwärme anliegt. Dort werden wir die Möglichkeiten schaffen, dass alle, die im Bereich des Bestandsnetzes noch keine Fernwärme haben, dass wir dort welche anbieten können. Dazu ist ja Kapazität notwendig. Da müssen wir prüfen, reicht die Temperatur oder Druck? Ja, kommen wir da hinten, wenn einer da noch Fernwärme haben möchte, zusätzlich kommen wir mit Fernwärme noch bis dorthin. Und es wird eine interaktive Karte geben, die wir gerade live schalten, die Fernwärmeuntersuchungsgebiete ausweist. Und sobald wir das exakt wissen, sobald wir das verlässlich sagen können, bekommt sie einen Zeitstempel, sodass jeder Interessent und jeder Kunde nachschauen kann und sich auch registrieren lassen kann.
dass dann zum Beispiel ab 2028 in seiner Straße Fernwärme anliegen soll. Die Karte, die jetzt online ist, betrifft ja die Gebiete, die vorhanden sind. Das heißt, sukzessive werden dann in der Karte auch die Gebiete erscheinen, die erschlossen werden sollen. Ja, wir sind noch nicht so weit, dass wir die Zeitstempel überall setzen können. Sobald wir wissen, welches Quartier wann erschlossen werden soll, dann schreiben wir das in die Karte. Und das ist dann für die Kunden auch wichtig, weil sie danach bemessen können, wird mein Gaskessel, den ich jetzt habe, bis dahin noch halten? Sagt der Schornsteinfeger, vielleicht auch nicht. Also das macht sehr viel Sinn und wir wollen damit auch mit unseren Kunden ins Gespräch kommen, ja, um das einfach zu erleichtern. Das findet natürlich alles im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung statt. Vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben oder noch nicht genau wissen, können Sie noch mal kurz erklären, was ist die kommunale Wärmeplanung und wie ist da der aktuelle Stand? Also jede Kommune ab einer gewissen Größe ist verpflichtet, eine solche Planung aufzustellen, die zum Inhalt hat, wie soll nach der Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien die Wärme bereitgestellt werden, welche Möglichkeiten gibt es dafür, welche Quartiere sind für Fernwärme auszuweisen, welche Schlussfolgerungen ergeben sich für den Stromnetzbetreiber und ähnliche Dinge. Da wir von Anfang an für die Jenaer kommunale Wärmeplanung mit beteiligt gewesen sind, gehen wir davon aus, dass unsere Überlegungen und das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung so gut wie deckungsgleich sein werden. Gleichwohl werden wir das zum Anlass nehmen, auch da die Gebiete, die nicht fernwärmefähig sind, nochmal zu überprüfen. Aber dem Grunde nach weist die kommunale Wärmeplanung aus, in welchem Gebiet gibt es die Möglichkeit, Fernwärme zu liefern, wo muss ich das Stromnetz ertüchtigen, wo gibt es gegebenenfalls ein Wasserstoffgebiet, weil, wie gesagt, wir sind am Kernnetz angeschlossen. Es wird vielleicht für das Kraftwerk und industrielle Anwendungen reichen und später mal auch für weitere, aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Und auf dieser kommunalen Wärmeplanung setzt dann auch unsere Detailplanung auf, damit wir also auch da den gleichen Stand haben. Denn irgendjemand muss mal ausrechnen, wie groß ist die Rohrleitung, um ein neues Gebiet zu versorgen. Was muss ich alles tun? Ja, welche Armaturen, welche Rohrleitungen müssen alles eingebaut werden? Herr Weingart, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, und apropos kommunale Wärmeplanung, mit der werden wir uns dann in der nächsten Sendung konkret auseinandersetzen und mal schauen, wie der aktuelle Stand ist. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.